Auch diesmal Spital vom Beginn weg nach vorne orientiert. Der überragende Checo. Ziehaus. Wieder Checo. Parade von Krenn. Und Hofer verpasst die sicher scheinende Führung. Nur selten kommen die Steirer gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Achten Sie jetzt auf den Zweikampf zwischen Knaller und Walter Schachner. Und Schiedsrichter Fabian entscheidet auf Handspiel und Elfmeter. 31. Minute, Walter Schachner, das 1:0. Die Kärntner stecken aber dieses Tor sehr schnell weg. Markus Weisenberger, Hofer. Da scheint die Gefahr bereits vorbei, aber Knaller und plötzlich Checo frei. Sekunden vor dem Pausenpfiff, überlegt das 1:1, sein fünfter Saisontreffer. Leoben ab der 52. Minute nur mehr mit 10 Mann, Stankovic mit der gelb-roten Karte vom Feld. Hofer, Checo, Salfeldner und das 2:1, 75. Minute nach vielen vergebenen Chancen, die verdiente Führung. Der Zweikampf zwischen Dragoslavic und Checo, Freistoß für die Spitaler. Arnold Freisecker aus 40 Meter Entfernung, überrascht der Torhüter Krenn. Nur eine Minute später das 3:1 und die Entscheidung. Und kurz darauf, nochmals die Oberkärntner erfolgreich. Wieder Weisenberger und Arnold Freisecker mit dem zweiten Treffer. Spital gegen Leoben, 4:1. Und im zweiten Spiel von heute hat Oberwart die Wiener 1:0 besiegt.